Hallo Leute, ich grüße euch heute am Montag, dem 2. August 2021 um 11.20 Uhr. Und wir sind auf der Rückfahrt von Gaggenau. Und was soll ich sagen? Das Hamsterrad dreht sich reibungslos. Also wir sind gut durchgekommen heute Morgen. Hatten auch nur 3 Tönnchen drauf. Das heißt, es ging recht flott nach Gaggenau. Flott die Berge rauf durch das geringe Gewicht. Jetzt zurück sind wir mit 15 Tonnen auch nicht so schwer beladen, sodass wir ja einen super Verbrauch haben bis jetzt, den wir eigentlich auch halten können. Und wir haben auch eine absolut störungsfreie Rückfahrt bis jetzt. Hier irgendwie ist hier jetzt was. Was ist das? Defekter LKW. Naja, aber kein Verzug deswegen. Müssen wir mal schauen. Es ist... Boah. Ja, wir haben jetzt noch 41 Minuten. Ich habe einen kleinen Stopp eingelegt. Ich hatte erst vor, mit dem Video zu starten in Gaggenau, aber irgendwie hatte ich noch ein paar Minuten, in Anführungsstrichen, altes Hörbuch, was ich beenden wollte. Mittlerweile habe ich schon wieder ein neues angefangen. So ist das halt. Das ist so eine kleine, auch so eine kleine Leidenschaft von mir eben mit den Hörbüchern. Aber wie gesagt, wir müssten schon, wer weiß was, dagegen sprechen, dass wir so gar nichts liefern. Na, schön Montag, Mittwoch, Freitag immer ein LKW-Video. Ja, Wochenende war sehr ruhig. Am Samstag war mal wieder Enkel Theo bei uns und wir haben zusammen ein bisschen gearbeitet. Er hatte da auch Bock drauf, mal wieder mit dem Opa zu helfen. Leider sind wir dann, weil ein Bekannter dran längst kam und ich mich da eine Weile mit dem unterhalten musste, nicht mehr dazu gekommen, zusammen noch im Auto zu schrauben, was er ja wohl auch gerne gemacht hätte. Aber mal sehen, er müsste gleich, wenn ich nach Hause komme, noch bei uns sein. Schauen wir mal. Ja. Ja, am Freitagmittag, ich war gerade zu Hause, hab da gerade so mit meiner Frau gesessen vorm PC, so wie wir es jeden Tag zu machen pflegen, gucken so ein bisschen über die Nachrichten drüber oder schauen uns da irgendwas zusammen an, trinken zusammen eben Tee halt. Früher Kaffee, jetzt immer nur noch Tee. Und da schellt es plötzlich. Ich meine, wir haben es nicht. Es gibt bei uns sehr, sehr selten bis nie unerwarteten Besuch. Eigentlich wissen wir immer, ob jemand kommt oder ob was kommt. Und finden das eigentlich auch besser. Aber es stand dann ein Bekannter von mir vor der Tür. Und zwar, da habe ich schon mal von erzählt, das ist jemand... der auch viele Jahre im Ruhrpott gelebt hat. Geboren ist er wohl da in Osthessen, aber ist dann sehr, sehr früher in Ruhrpott nach Dortmund gezogen und hat dort auch lange gelebt. Also ich hatte schon mal gesagt, er spricht die gleiche Sprache wie ich. Und das Besondere ist, er hat einen Bagger und einen Schlepper und Hänger und hat auch ein bisschen Ahnung vom Schrauben und so weiter und so fort. Und der stand da plötzlich vor der Tür und meinte, seit kurzem haben die auch einen Renault Kangoo, also besser gesagt seine Frau,
Er ist irgendwie absoluter Opel Corsa-Fan, weiß ich auch nicht. Hat schon ewig immer... Nee, jetzt hat er einen Opel Astra, aber er fährt immer irgendwie so olle Opel, die er sich organisiert. Nee, und er meinte, der Anlasser, der wird nicht mehr gehen. Ob er meinen Anlasser aus dem Schlachtwagen haben könnte, ich sag, ja klar, kein Problem. Na, und habe ihm dann... bin mit ihm raus, damit er sich den Anlasser da kurz rausbauen kann. Waren ja eh nur zwei Schrauben. Ich hatte den ja schon gelöst. Der hing ja nur noch an den Kabeln. Und das Besondere war, dass er noch einen Typen dabei hatte, den ich schon seit Jahren vom Sehen her kenne und wo ich weiß, dass der auch an Autos schraubt, so... Ja, wie soll man sagen, so nebenbei halt, eben ein Schrauber, keine richtige Werkstatt. Er hat da irgendwie eine kleine Halle mit Werkzeug und Möglichkeiten und schraubt und hat also, was jetzt aber mal Kupplungen betrifft, schon zig Kupplungen gemacht. Und ich hatte auch schon mal jetzt in den Wochen davor an den gedacht, aber ich habe überhaupt keine Telefonnummer gehabt und kenne den auch nicht in dem Sinne so. Aber das war jetzt natürlich die Gelegenheit, ihn mal anzuhauen, so ob er, ich sag mal, eventuell Interesse hätte, da bei mir am Wagen die Kupplung zu machen. Und er hat das, ja, er hat durchaus Interesse signalisiert. Und wir sind jetzt erstmal so verblieben. Ich will mich jetzt mal intensiv um die Teile kümmern. Ich will da heute Nachmittag mal zu so einem Teilehandel meines Vertrauens fahren, um mich da mal zu informieren. Denn das Problem, was immer noch im Raum steht, ist, der alte, wo ich es ausgebaut habe, der hat eben eine Massenschwungscheibe. Und bei dem, der den defekt hat, da fühlt es und hört es sich so an, als wenn er eine Zweimassenschwungscheibe hätte. Und das, obwohl die Motoren gleich sind, die Getriebe sind nicht genau gleich. Also die Lage des Rückwärtsgangs ist unterschiedlich. Und ich glaube, der aktuelle Grüne hat 3 PS mehr, aber wegen 3 PS mehr kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt zwingend ist mit so einer Zweimassenschwungscheibe. Ich muss mich mal schlau machen. Ich habe eigentlich auch einen ganz guten Draht zu den Jungs von Renault, weil ich ja eben schon Jahrzehnte jetzt Renault fahre und zwei Autos wurden da auch schon gekauft und so. Und die wissen, dass ich selber schraube und stellen sich also nicht an, wenn ich mal eine Frage habe. Eventuell muss ich die auch noch mal ratschlagsmäßig hinzuziehen. Die könnten zumindest über ihre Daten, die sie haben, das mal abchecken halt. Ne? Die haben ja Explosionszeichnungen von den jeweiligen Motoren und da kann man ja erkennen, ob es sich um Einmassen- oder Zweimassenschwungrad handelt. Ja, irgendwie, klar, für euch, für mich ja normal, für euch wieder ein bisschen Déjà-vu, im Grunde gleicher Streckenabschnitt wie am Freitag. Aber gut, so ist es halt. Müssen wir mal gucken, am Mittwoch, da werden wir in Gaggenau starten mit dem Video, denke ich mal schon. Ja, Film hatte ich keinen Bock am Wochenende, hab die Kamera zwar mitgenommen, aber irgendwie... Man muss ja auch Böcke haben und manchmal hat man eben keine Lust. Ich wollte erst ein kleines Video machen von unserer Dolly, der schwarzen Hündin. Die hat gestern ihre 15 Jahre voll gemacht, also 15 Jahre alt, was ja natürlich schon ein sehr stolzes Alter ist, aber sie läuft und läuft und läuft und läuft. Also bis aufs, was am schlechtesten geworden ist, ist das Hören. Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie schon fast taub ist. Sehen geht noch so, obwohl die Augen schon recht milchig sind, eben grauer Star.
Aber sie kann auch genug sehen, sie rammelt nirgendwo vor, sie kommt klar, sie springt in den Wagen rein und raus. Und wie gesagt, gestern Vormittag, wir haben wieder unsere 5,5 Kilometer Runde abgezogen, das juckt die gar nicht. Ja, wie gesagt, ganz anders als letzte Woche oder zumindest jetzt sagen wir mal so, heute der Montag, da fluppt es wirklich gut. Kann ich nicht anders sagen, wir haben jetzt noch 32 Minuten, ja, wäre 3,42 die Lenkzeit, also eine gute normale Lenkzeit. Boah, jetzt sieht es aber bald so aus, als wären wir da runterfahren würden. Ja, ich guck mir das mal an, was sich hier in den nächsten Minuten tut auf dem Navi. Eventuell fahren wir auch runter über die Landstraße. Müssen wir mal sehen. Kommt auf eine Minute nicht an. Montags ist immer so ein Tag, da pflege ich nachmittags immer sehr wenig zu machen, mir auch keine Termine da irgendwie zu legen, weil oft steckt einem noch der Wechsel wieder vom Schlafrhythmus her in den Knochen. War auch gestern so, erst war ich müde um 5:30 und als ich dann endlich im Bett lag, konnte ich war erst so 7:30 einschlafen oder was. Das ist halt manchmal so. Ja, wettermäßig geht es eigentlich. Ne? Meine Frau hat mir irgendwas erzählt von Nieselregen und so. Aber ich hatte ihn gar genau eigentlich so ein Wetter wie jetzt hier. Bewölkt, aber mit vereinzelten Sonnenstrahlen. 19 Grad. Schauen wir mal. Wir sind jetzt nur noch 40 Kilometer von zu Hause entfernt. Oder? Ne? 60. 60 müssen wir sagen. 40 von der Firma und bis zu Hause sind 60. Aber eigentlich dürfte das kein großer Unterschied sein vom Wetter her. Ja, ich bin jetzt natürlich hin und her gerissen. Ich habe mich dann auch noch mal ein bisschen anderweitig erkundigt über diesen dicken Autoschrauber halt. Ne, der dicke, er ist eben unheimlich dick, aber beweglich. Ja, da habe ich jetzt so Sachen gehört, die mir nicht ganz so gut gefallen. Er scheint wohl hin und wieder mal etwas ungeduldig zu sein. Ungeduldig und unbeherrscht ist nicht, also zumindest beim Schrauben, ja, nicht unbedingt meine Art. Und er hat schnell immer den Spruch auf den Lippen, machen wir neu, kostet doch nichts. Ich meine, genauso mit der Schwungscheibe. Da hat er noch, während wir zusammen standen und gequatscht haben, mal eben schnell auf dem Handy rausgesucht, neue Schwungscheibe, 280 Euro. Ja, Leute, das ist ein alter Wagen, den wir kaum benutzen. 280 Euro da reinstecken oder da nicht reinstecken, das ist schon ein Unterschied. Also ich würde, wenn ich irgendwie könnte, gerne die Schwungscheibe von dem Alten benutzen. Richtet sich natürlich jetzt nach Einbautief von dem ganzen Gedöns. Ja, es ist nervige Geschichte. Ich hätte die gerne aus dem Kopf. Ja, dazu kommt, dass der erst in 14 Tagen kann. Und ich bin jetzt eben hin und her gerissen. Mache ich es jetzt alleine? Ziehe ich mir das echt alleine? Gut, wenn ich meine helfende Hand brauche, kriege ich die schon aus der Nachbarschaft. Aber im Großen und Ganzen würde ich eigentlich auch alleine klarkommen. Oder es ist ja auch so, es kostet ja auch ein paar Euro, also er macht es ja nicht für Nüsse. Aber im Vergleich zu einer Werkstatt kostet es bei ihm vielleicht die Hälfte. Außerdem, ich habe ihm gleich gesagt, ich würde gerne mitarbeiten wollen. Da hat er nichts gegen, das ist schon mal gut. Ich meine, er hat ja gesehen, er konnte ja sehen, dass ich das Getriebe da ausgebaut habe. Konnte er sehen, dass ich schon nicht zwei linke Hände habe und ein bisschen was vom Schrauben verstehe. Und er meinte auch noch so, das wird dann auch noch billiger werden.
sagen. Ja, soll mir recht sein. Mir ging es jetzt weniger ums billiger werden. Mir war, wie soll ich sagen, ja, mir ist da wichtiger, dass ich dem ein bisschen auf die Finger sehen kann. Na, dass da die Dinge auch alle irgendwie richtig gemacht werden. Ich meine, es gibt da so ein paar Spezialitäten. Die Schwungscheibe muss mit speziellem Drehmoment angezogen werden und dann nochmal, weil das Dehnschrauben sind, also nochmal um so und so viel Grad nachgezogen und so. Die Werte muss ich mir auch noch holen, aber das muss schon alles vernünftig gemacht werden, sonst kann man nämlich wieder alles auseinanderrupfen, beziehungsweise hinterher fängt man sich noch wer weiß für Schäden ein, weil irgendwas nicht richtig gemacht worden ist. Ja, mal schauen. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen hin und her gerissen. Ich werde jetzt erstmal sehen, was das ergibt mit den Teilen. Ich will versuchen, mir eine Schwungscheibe zu besorgen, die ich dann im Bedarfsfall bei Nichtgebrauch auch wieder zurückgeben kann. Dadurch würde ich mich absichern, ne, dass ich nicht mitten in der Geschichte plötzlich nicht mehr weiterkomme, weil mir dieses Teil fehlt. Und andererseits, wenn ich es nicht brauche, spare ich mir eben die Kohle. Ich weiß es noch nicht. Ja, hier haben wir schon mal den ersten defekten LKW. Russischer Kollege, ja, die sind natürlich voll fit. Die wechseln sich ihre Räder noch selber. Na, also ich sag mal so, ah, wir müssen sehen. Je nachdem ziehen wir raus und fahren über Landstraße. Da ist zwar jetzt nur 1 Minute 40 bzw. 2 Minuten Verzug, aber wozu sollten wir uns die gönnen? Machen wir eine kleine Landstraßenfahrt. Ist zwar die gleiche Strecke wie am Freitag, aber egal. Ja, wir haben uns am Wochenende natürlich wieder das eine oder andere Video angeschaut auf YouTube, eben bezüglich Katastrophengebiet und so weiter. Ach so, da möchte ich habe das zwar schon schriftlich getan, aber ich möchte noch mal sagen, schönen Dank für den Hinweis bezüglich diesem, ja, ich will nicht sagen Reporter-Pärchen, aber dieses Pärchen, was da eben viele Interviews in einem Katastrophengebiet führt. Also ich bin da wirklich dankbar, dass jemand von euch mich darauf hingewiesen hat, dass dieser Martin von Anni und Martin doch ein bisschen kritisch zu sehen ist. Und ja, ich muss also zugeben, ich hatte, als das in Anführungsstrichen so aktuell war, auch schon mal so reingeschaut in dieses Video, wo dieser Martin da mit so einem Erdogan-Plakat vor der Brust da bei dem Marathon da mitläuft. Der Marathon, der eigentlich dafür gedacht war, für einen inhaftierten Journalisten zu demonstrieren. Und dieser Martin, der lief dann da, ja, im Grunde als Erdogan-Fan da unter den Läufern, wurde natürlich auch entsprechend angemacht, angepöbelt. Also, das war, wie soll ich jetzt sagen, ich hatte das schon gesehen damals, aber habe das überhaupt jetzt, wo ich da so wieder auf die gestoßen bin durch die Berichterstattung aus dem Katastrophengebiet im Ahrtal, habe ich das überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht und muss natürlich sagen, es kam mir immer, also es kam mir immer schon mal die eine oder andere Frage ein bisschen komisch vor oder auch manchmal fand ich es ein bisschen merkwürdig, welche Leute sie das so interviewt haben. Wie gesagt, zum Glück, oh, jetzt haben wir schon 3 Minuten 20, ja, wir werden ganz sicher gleich abfahren.
es ist so, dass man, ja, das war es dann nicht immer so checkt. Ich hatte so ein Gefühl, aber keine Bestätigung. Ich meine, ich finde die Interviews zum Teil immer noch ganz okay, denn, oh, da saß ein Greifer auf so einer, auf so einem Rundballen. Wie gesagt, ich finde es also immer noch ganz okay, aber ja, man muss eben auch schon genau hinhören und schauen. Wie gesagt, wenn die Leute da interviewt werden und von sich aus erzählen, dann sind das ja ganz normale Leute. Das hat auch nichts mit Politik oder irgendwie einer Richtung oder Gesinnung zu tun. Und das ist schon interessant halt. Na, da mal 6 Minuten 40, 7 Minuten wegen dem LKW. Wir fahren also sowas komisch, dass das Navi noch gar nicht sagt, ich soll jetzt mal hier runterfahren oder was. Na, also wir fahren ganz sicher jetzt hier runter. Da gibt es überhaupt keinen Vertun. Und da kann eigentlich keine große Differenz, also ich sag mal so, wenn es vielleicht eine Minute, also jetzt sagt er 12.10 Uhr und wenn es vielleicht eine Minute länger dauert, dadurch, dass wir über die Landstraße fahren. Nein, wie gesagt, die Interviews, also oder zu hören, was die Leute so zu erzählen haben, das finde ich schon ganz gut. Ich habe aber auch inzwischen die eine oder andere Reportage von ganz anderen Quellen mir angesehen. Und das ist es eben, das, was man unbedingt machen muss. Nein, man, ich finde den Ausdruck ein bisschen bescheuert, weil er ja irgendwo, der ist ja aus dem, ja, ich hätte gesagt, der ist aus dem Dritten Reich. Also ich schaue mir die alternative Presse an, als auch die Lügenpresse oder die allgemeine. Ich versuche eben, ja, meine Infos wirklich aus einem sehr breiten Spektrum zu ziehen und dadurch, ja, bekomme ich eigentlich, glaube ich, schon einen einigermaßen objektiven Eindruck. Es ist halt so, es ist auch ein bisschen unterschiedlich, wie es da in den jeweiligen Orten läuft. Ne? Die Orte sind ja auch nicht alle gleichermaßen zerstört. Ja. Und vor allen Dingen hat es auch was mit der Zugänglichkeit zu tun. Es hat ja Orte gegeben, die extrem abgeschnitten waren. Und das ist klar, dass da natürlich Räumung und so weiter erst später einsetzen kann, wenn das entsprechende Gerät gar nicht dahin gebracht werden kann. Und andere sind eben schon weiter. Und es gibt ja auch Orte, die, ja, wo nur der Keller bzw. der erste Stock unter Wasser war. Also im Vergleich zu den anderen, wo das ganze Haus weggeschwommen ist oder wo das Wasser bis über die Decke vom zweiten Stock gestanden hat, sind die natürlich besser bedient. Da war eine Sache, die war total krass. Da war so ein junger, ja, ein Juniorchef von so einem großen Hotel. Das lag auch so ein bisschen höher und zurück, sodass nur das Untergeschoss jetzt also behelligt war, was aber schlimm genug war, weil da die Küche ist und so weiter und so fort und viele Geräte kaputt, die dann da rausgeschafft werden mussten. Aber da hat er erzählt, dass in der Unglücksnacht doch wahrlich es Gäste gegeben hat. Also die haben natürlich Touristen da beherbergt und da hat es Gäste gegeben, die eigentlich gesehen haben, was Sache ist, ja, dass der erste Stock voll ist mit Wasser und haben gefragt, gibt's denn morgen früh auch Frühstück, ey? Also, ich meine, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln, ne, wie,
wie manche Leute so also drauf sind halt, ne? Ich meine, die konnten doch sehen, dass das an Frühstück nicht zu denken ist, ne? Dass sie froh sein mussten, dass der Arsch heile geblieben ist. Also, nee, es ist schon. Ist schon verrückt. Ja, und dann gibt es natürlich so Sachen wie ein Pärchen hat vor einem halben Jahr das Haus gekauft, ja. Und das Haus ist auch bis zum zweiten Stock vollgelaufen. Die haben auf dem Dach gesessen, mussten sich schon aufs Dach retten, haben da auch viele, viele Stunden ausgeharrt. Und das sind natürlich ganz harte Klamotten. Oder halt Leute, die wirklich, die nichts mehr außer dem, was sie anzuziehen hatten und ihrem Hund und ihrer Katze haben, die nichts retten können. Und sowas ist natürlich, ja, das kann man sich kaum vorstellen, sag ich mal. Na, der steht aber hier, den sehen wir jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich. Ne? Irgendwie hat er sich da noch nicht wegbewegt, der Schlepper. Ja, Leute, 12.10 Uhr, obwohl ich jetzt abgefahren bin, also nicht, ja gut, vielleicht gibt das Navi erst den Hinweis auf Umgehung, wenn man Zeit einsparen kann. Ich spare jetzt im Grunde keine Minute ein, aber es ist halt schöner hier zu fahren, als, naja, da durch zäh fließenden Verkehr durchzuzockeln. Na, hat die Mutti gerade Apfel in den Gulli geschmissen. Nicht schlau, nicht sehr schlau, nein, wenn man sich das mal so überlegt. Er hatte gerade Abfall aus ihrem Beet, was weiß ich, so ein bisschen blumenmäßig, hat sie doch da echt in den Gulli geworfen. Und dann wundern sich die Leute, wenn der Gulli verstopft bei Starkregen und das Wasser dann ihnen vor die Bude läuft. Es ist ja auch schon wieder einiges an Regen runtergekommen, aber wohl alles noch in einem Maße, dass sie, wir haben so gesagt, wie schlimm ist das, wenn die da gerade mal angefangen haben, haben wir alles mal ein bisschen hergerichtet wieder. So, na? Und dann kommt plötzlich wieder so starker Regen. Ja, parallel dazu habe ich auch noch, was natürlich noch mal eine ganz andere Art der Informationsaufnahme ist, einiges an Artikeln gelesen, so über die Situation dort. Und es gibt Leute, die sagen, nee, jetzt ist Feierabend, wir bauen das nicht mehr auf, wir geben auf. Es gibt sie. Und ach so, ja, das war doch eine Sache. Ich hatte das erzählt, das habe ich ja selber nur aus einem Interview entnommen, dass da ein so ein Arzt erzählt hat, es hätte da einen Suizid gegeben. Dann hatte jemand von euch mir geschrieben, dass er nichts dergleichen im Internet gefunden hat. Ich habe dann selber noch mal ein bisschen recherchiert und konnte allerdings eine Meldung finden, dass da eine Frau gefunden worden ist, wo man davon ausgeht oder wo die Möglichkeit besteht, dass es sich um einen Suizid handelt. Und dann ist mir nämlich noch mal was eingefallen. Und zwar ist das so, der eine oder andere wird sich erinnern können, dass ich ja ein Video gemacht habe, wo mit dem Titel so, es war ein Suizid. Und zwar war das ja so, da unten in Gaggenau ist ja eine Frau auf die Autobahn gerannt vor einen LKW. Und in einer Art und Weise, dass man also da, ja, dass sich da auch die Behörden oder die ermittelnden Institutionen einig waren, dass es sich da um einen Suizid gehandelt hat. Und das war ganz interessant. Also
Interessant war, dass die Zeitung dann schrieb, beziehungsweise, oder ich hatte im Internet gelesen, also ich konnte danach lesen, es gibt wohl so eine Art stillschweigendes Abkommen oder Einstellung der Medien zu Suiziden, und zwar, dass Suizide nicht publiziert werden und nicht fett beschrieben werden, um ja, um Nachahmungstäter also da zu verhindern. Nur in besonderen Fällen wird darüber berichtet, wie jetzt, sagen wir mal, da in dem Fall mit Autobahn und LKW. Also mit anderen Worten, könnte es sein, dass also da schon etwas passiert, aber es wird halt nicht darüber geredet, es wird nicht darüber berichtet. Also es müssten schon im Grunde dann Leute von dort was erzählen, sagen, ja, da ein paar Häuser weiter, da wissen wir ja, die und die Person hat sich das Leben genommen. Die offiziellen Stellen wie Zeitungen und so weiter, die würden da dann, nach dem, was ich da so gelesen habe, wohl nicht drüber berichten. Ich meine, gut, ganz ehrlich, vorstellen kann man sich das doch gut. Nein. Dass Leute da so verzweifelt sind, dass sie sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr. Es ist von vielen Faktoren abhängig. Habe ich Verwandte, Bekannte, Freunde, Hilfe, Unterstützung? Habe ich vielleicht noch auf Konten Geld liegen? Oder ist alles mit meinem Haus weggeschwommen, mein ganzes Leben? Na? Und je nachdem, wie fit und alt jemand ist, hat er eventuell echt keinen Bock mehr. Nein. Nachvollziehbar ist das absolut. Also ich hätte fast gesagt, Leute haben sich schon aus geringeren Gründen umgebracht. Ja, und wenn man dann so liest, also die Geschichte, die... Ich bin mal gespannt, wie das so laufen wird in den nächsten Wochen, Monaten, inwieweit da die Berichterstattung aufrechterhalten wird oder inwieweit die Geschichte, ja, ich will nicht sagen in Vergessenheit, aber an Aktualität verliert. Da bin ich mal sehr gespannt. Sicher ist schon mal, dass das Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauert, bis das Tal sich da komplett davon wieder erholt hat. Und wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, also ob da das eine oder andere Haus wieder an die gleiche Stelle gesetzt wird, sollte doch auch genau überlegt werden. Denn auch wenn ein Wiederaufbau von Häusern auf die gleichen Probleme trifft wie ein Verbessern des Hochwasserschutzes, also Probleme, damit meine ich eben mangelnde Baumaterialien, mangelnde Arbeitskräfte, denke ich mir, ist trotzdem der Wiederaufbau eines Hauses eventuell schneller realisiert als der Hochwasserschutz, und das fände ich fatal. Nee, es ist schon eine Sache, die einen ja jetzt schon seit Anbeginn beschäftigt. Im Grunde fast täglich befasst man sich damit, und es lässt einen auch so schnell nicht wieder los. Vor allem muss man sich überlegen, es geht ja nicht nur um rein mechanische Zerstörung, sondern wir haben ja auch eine hochgradige biologische Zerstörung. Es sind ja so viele Schadstoffe da ins Wasser und in den Boden gelangt.
na, ich sag mal, jeder Haushalt hat so irgendwo, was weiß ich, Kanister, Öl, Benzin stehen gehabt. Also, oder es sind ja ganze Öltanks, na, wenn jemand mit Öl geheizt hat, weggerissen worden und. Also, ich sage mal, die... Ich weiß gar nicht, wie man das in den Griff kriegen will. Also der der Nimbus des Naturparadieses Ahrtal, der ist dahin. Das ist es ist sogar nicht unproblematisch für die Helfer. Also man sieht da ja die Leute arbeiten, was super ist. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Und ich verstehe natürlich auch, wenn es warm ist, dass die Leute da teilweise in kurzem Hemd und kurzer Hose arbeiten. Aber man sollte sich das gut überlegen. Ne? Die nackte Haut ist schneller geritzt als die stoffbedeckte Haut. Nicht umsonst gibt es in so Firmen, in den Fabriken Vorschriften von wegen körperbedeckende Bekleidung, weil eben verhindert wird, dass man sich so kleinere Verletzungen holt. Denn das Problem ist, dass selbst kleine Schnitte und Wunden sich wohl sehr schnell extrem entzünden aufgrund ja, des wirklich extrem verseuchten Wassers. Ne? Wie gesagt, Fäkalien, Öl, da ist alles Mögliche an Dreck drin, was man sich nur so vorstellen kann. Man wird ja auch sehen, wie das jetzt so weiterläuft. Vor allen Dingen die, wie ich jetzt schon mitbekommen habe, sind die Deponien im Umfeld schon gar nicht mehr fähig, den ganzen Müll aufzunehmen. Der soll aber auch, so wie meine Frau mir sagte, die hat da wohl eine andere, die hat ja ein bisschen mehr Zeit, als ich so Berichte zu lesen, so soll der Müll auch wohl weiter weggefahren werden. Wo natürlich mal wieder die Logistik ins Spiel kommt. Also Kipperfahrer da unten in der Ecke, die werden vorläufig Arbeit haben ohne Ende. Ach, eine gute Berichterstattung habe ich noch gefunden. Ich hoffe, dass es an dem Mann nicht auch wieder einen Kritikpunkt gibt. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie der sich nennt, Hunter Latix, obwohl er ist ein bisschen bescheuert, ne? Aber er hat irgendwas mit Hunter im Namen. Es ist ein Markus Röll, na, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, es ist ein also beruflich ist es ein Dienstleister, ein Lohnunternehmen, ein Lohnunternehmer, also jemand, der halt einen Schlepper und Hänger hat. Obwohl, das war sehr, sehr interessant. Er hat jetzt in einem seiner letzten Videos, hat er die Zuschauer mitgenommen zu sich nach Hause. Wir haben ja auch bei uns im Dorf einen Lohnunternehmer. Ja gut, der Mann hat ein Häuschen, der hat einen Hof und der hat auch... was weiß ich, ein Transporter und mehr, also einen richtig fetten Schlepper und bestimmt noch ein paar andere dazu. Und er hat auch für die Maisernte eine Maschine, weil das für viele Bauern viel zu teuer wäre, sich da eine eigene zuzulegen und so. Wie gesagt, wir haben so einen Lohnunternehmer vor Ort, aber ja, eben wie gesagt, sein Häuschen, seine Maschinen und so weiter und so fort. Hier der da jetzt eben auch so ein bisschen Berichterstattung macht, das heißt, er ist ja eigentlich dahin gefahren, um mit Schlepper und Anhänger einfach nur zu helfen. Er wollte Anweisungen bekommen und ehe er sich versah, fand er sich dann in der Rolle von jemandem wieder, der organisiert, weil er halt viele Connections hat und ja, mittlerweile auch einen guten Bekanntheitsgrad. Und der macht auch sehr, sehr interessante Interviews.
mit Leuten vor Ort, mit Handwerkern, die da arbeiten. Und da muss ich sagen, echt, ey, Hut ab, da sind so kleine Firmen, Elektrikerfirmen, ich sag mal aus dem Emsland oder was, so ein Vier-Mann-Unternehmen, wo der Chef gesagt hat, komm Jungs, wir fahren da runter. Und dann basteln die da erstmal wieder ein bisschen die Elektrik zurecht. Und das Verrückte ist, dann kommen wieder andere Firmen, auch Handwerker, die bringen dann irgendwelche Klamotten mit. Und es ist, obwohl die sich überhaupt nicht kennen und nix, muss es wohl trotzdem eine super Zusammenarbeit sein. Keine Konkurrenz, sondern wirklich ein Hand in Hand. Ich habe auch keine Ahnung, ich habe den auch gesehen, aber der war ja auch ein Bürgersteig und nicht auf der Straße. System, Mensch. Es hörte sich für mich so an, als wenn die das... bei der einen Firma, da war es so, die waren zu viert, der Chef und drei Mitarbeiter, und zwei Mitarbeiter, die haben schon gesagt, sie kommen wieder. Nehmen sich Urlaub. Der Chef hat den auch freigegeben. Und oder unterstützt das, indem er ihnen, er unterstützt das, indem er ihnen das Firmenfahrzeug mitgibt mit Maschinen und Werkzeugen und so. Also da laufen wirklich auch ganz viele tolle Sachen ab. Und dieser, ja, bei diesem Lohnunternehmer kann ich, der hat zwar auch ein bisschen geschimpft über die offiziellen Hilfskräfte, dass die nicht so am Start waren, sondern er und seine Kollegen erstmal alles gerissen haben. Aber ich kann bei ihm überhaupt keine politische Tendenz erkennen. Also ich glaube wirklich, dass er da sauber ist. Ja, und dann habe ich natürlich ein Video gesehen aus Berlin, von gestern aus Berlin. Und was machst du denn jetzt? Rückwärtsgang rein, ey, alter Verwalter. Boah. Ja, der macht aber auch da, wozu er lustig ist, irgendwie. Ja, und zwar war da diese... Ja, war dort, also ich verstehe es gar nicht richtig. Es laufen eben wohl immer noch jedes Wochenende da Querdenker-Demonstrationen. Ich kapiere das gar nicht genau, warum, weil wir haben ja jetzt doch schon Bundesländer, wo im Grunde fast keine Auflagen mehr sind. Vielleicht wird mir der eine oder andere von euch da widersprechen und sagen, ja, nee, das ist aber immer noch wichtig und notwendig, dass die demonstrieren. Ich verstehe es nicht so. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist die Eskalation an Gewalt. Es ist nun mal so, das ist ein nicht genehmigt worden, die Demonstration. Die Leute sind trotzdem dahin gegangen. Okay. Aber sie sind eben in großen Gruppen aufgetreten, was ja doch dann wieder einer Demonstration gleichkommt. Und war da die Polizei, die hatte den Auftrag, eben bestimmte Straßen zu sperren, die da nicht durchzulassen. Und da hat es dann so, habe ich zufällig gesehen, eine Frau gesagt, ja, ich bin ein Bürger dieses Landes, ich habe das Recht, hierher zu gehen und so. Und andere, die haben es dann bei Worten nicht belassen und haben wirklich versucht, gewaltsam durchzubrechen. Und das ist natürlich dann eskaliert. Es ist so, wenn ich irgendwo hergehe und da steht ein Polizist und sagt, die Straße ist jetzt gesperrt, ja, dann kann ich doch nicht hingehen und da auf meine Rechte pochen. In dem Moment, nimmt er hoheitliche Aufgaben wahr, hat das Sagen, na, und die Gründe, okay, man kann sich von mir aus, wenn das jetzt total ungerecht wäre, vielleicht dahinter beschweren, aber ich kann nicht mit Gewalt
dagegen vorgehen. Vor allen Dingen ist es so, es ist, sorry Leute, es ist lächerlich. Ne? Die Polizeibeamten sind voll ausgerüstet mit Schutzklamotten, mit entsprechenden Waffen halt. Da bist du chancenlos. Ne? Oh, schon wieder einer hier reingerammelt. Also das scheint hier irgendwie öfter zu passieren. Ich meine, also da müsste ich ja glatt mal in das Freitagsvideo schauen, ob das Geländer da rechts auch schon verbogen war. Ja. Ich habe als wir gestern, glaube ich, zusammen spazieren gegangen sind, meine Frau und ich, da habe ich so gesagt, ich bin ja im Glauben, dass Leute, die, ja, in Anführungsstrichen dumme Leute, die sich so für vieles nicht so interessieren, die sich nicht so die Gedanken machen und die auch nicht so durchblicken, manchmal glücklicher sind. Ich meine, klar, wenn sie natürlich mit Alltagsdinge nicht geregelt kriegen aufgrund Mangel der Intelligenz, das macht einen dann eher wieder unglücklich. Aber ja, ich sag mal so, vieles zu checken oder auch so sich die Nachrichten anzuschauen, das ist einerseits zwar eine gute Sache, weil man sich informiert und informiert ist, aber andererseits tut man sich da manchmal auch nicht unbedingt einen Gefallen mit. Wie gesagt, es gibt ja sehr sensible Leute, die sagen, das schaue ich mir überhaupt nicht an oder das kann ich mir nicht anschauen. Ich kann es mir schon anschauen, bin aber ehrlich und sage, also es ist nicht so, dass mich da alles irgendwie kalt lässt. Also ich bin da ehrlich, da war so manches Video, da wurden mir aber auch die Augen feucht. Und das, ich will nicht sagen, das zieht einen runter, aber das macht einen nicht unbedingt glücklicher. Und von daher, ja, ich sag mal so, so Leute, die so ganz abgeschieden leben und von nichts was mitkriegen, sind vielleicht manchmal besser dran. Ja, aber das soll es gewesen sein für heute. Leute, ich wünsche euch erstmal von hier aus eine gute Woche. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bleibt gesund und macht schön gut.